Hallo und willkommen und am 22. Oktober 22.20 Uhr präsentiert ihn Sir Zeros, also gerade heute, nämlich einen coolen Part mit Legs, warum auch immer mit Legs, ich weiß es nicht. Ich kann mal die Chunks unterstellen. Auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder in Gespräch, diesen coolen Adventure-Maps. Und ich bin gerade vorhin hier gespawnt, was ich, glaube ich, nicht tun sollte. Glaube ich jetzt mal. Auf jeden Fall, warte mal. Ich versuche mal den Spawn wiederzufinden, weil ich glaube nicht wirklich, dass ich hier durch muss. Bis gleich. So. In einem Blockbuster-mäßigen Dings mit einer Kiste oben dran mit Rubinen mit höherer Lautstärke präsentiert ihn Sir Zero seinen weiteren Part von LPU Adventure Map. Ich hoffe, euch gefällt der Part, ansonsten fickt euch. So, sorry. Auf jeden Fall. Hallöchen und willkommen wieder zurück. Nach diesem kurzen Spawn-Suchen-Dings haben wir es dann wirklich. Okay, ich bin es, glaube ich, wirklich hier und ich glaube, hier sollte es auch sein. So, auf jeden Fall. Oma, hallo mein Enkel, ich bin's, deine Omi, der... Oh. Der Hauptmann sucht dich, sucht nach dir und... Was? Ich bin seine Omi? Okay. Der Hauptmann... Hautman sucht nach dir und du sollst zu ihm kommen. Warum? Egal, klein geschrieben, aber egal. Aber wie wär's? Du kommst. Wie wär's? Du kommst zu mir etwas essen. Bisschen Schreibfehler, aber lassen wir es jetzt mal. So, hier haben wir ein Cookie's World. Natürlich immer zuerst die Kisten aufmachen und dann irgendwie die Regeln lesen. Hier haben wir eine Karte. Okay. Übrigens, wir sind hier bei der Map Zelda Adventure. Klammer Map, weil ich nicht weiß, ob es wirklich Map heißt, aber auf jeden Fall ist es die Map von Mr. Roffel LP. Roffle LP mit 2F, nicht mit Roffel LP, so ha LP. So, auf jeden Fall. Nichts abbauen und. Also, nichts bauen und abbauen, genau. Inventar öffnen erzählt. Yay! Okay. Keine Hacks, Mods, Cheats. Emerald. Oder Smaragd gleich. Rubin gleich. Geld. Okay. Du darfst nur weiße Wolle anzünden. Spiele auf easy. Ich glaube, das habe ich sogar gerade an. Ja, genau. Sechstens. Hebel nicht zweimal benutzen. Fünftens. Achso, ja. Okay. Wasser tötet dich. Siebtens, Kommandoblöcke an. Viel Spaß. So. Aber dreimal darf man es mehr. Oh, fuck. False. Gut, okay. Map Griffin. False. Wasser tötet dich. Tötet mich Wasser? Wirklich? Ah, hoppala. Cool, jetzt fangen wir schon mal Adventure an. Yeah. Awesome. Komm schon. Okay. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie diese Map aussieht. Wir hatten schon beim, glaube ich, letzten Mal eine Map, eine Zelda Adventure Map. Diese sollte ein bisschen länger sein als die letzte, wenn ich das so richtig verstanden habe. Fuck, wie komme ich da rauf? Achso, okay. Da komme ich rauf. Okay, alles klar. Okay, perfekt. Und wir sind draußen. Gut. Wir haben hier Rubin und Kohle. Und dann können wir Omis Haus. Ja, wir sind in Omis Haus, bla bla bla. Wir haben ein bisschen Essen. Ja, genau. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, nichts. Hier fehlt wohl der Schlüssel. Wo könnte er wohl sein? Hier ran setzte. Warum setzte? What the fuck? Warte mal. Ich will dann kurz was nachschauen.
draußen sind sie wieder am Arbeiten. Du darfst nur weiße Wolle anzünden. Okay. Nein, wir können nichts anzünden. Wir müssen vielleicht oben irgendwie ein Feuerzeug finden, vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Okay. Hauptmann, hallo, mein Sohn. Hauptmann ist... Hauptmann. Okay, Hauptmann. Hallo, mein Sohn. Vielleicht ist es mein Vater. Okay, unser Dorf steht unter einer Bedrohung. Und du musst es retten, weil ich schwer verletzt bin. Nimm diesen Schlüssel und rette die Welt. Alles klar. Okay, platziere ihn bei der Oma im Garten auf den Stein. Dort nicht hinpasst. Viel Glück. Dankeschön, Herr Vater. So, okay. Gut, dann glaube ich, ich schau mir mal das Ganze ein bisschen an. Hier, du, Stein. Du passt eigentlich sogar. Und wer hätte es wohl gedacht? Hier sind diese seltsam platzierten und mit unten Pistons Zäune von dieser Sassagelb voll sind und so. Egal, Reiseführender. Hallo, Fremder. Reisender. Hallo, Reisender. So, du willst also das Dorf retten? Nun gut, auf dem Berg. Hier ist eine kleine Ruine. Dort findest du etwas. Oh, etwas, wirklich? Okay, den Schlüssel musst du hinter dein Haus auf den Stein platzieren. Oh Gott, viel Glück. Immer auf den Stein. Immer. Und ich hab grün... Oh, cool. 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 Oh mein Gott. Ich hab grüne Rüstungen. Wie lecker, lecker. So, okay. Hast du die Schilder genau gelesen? Gedanken. Oh, hier ist wohl alles eingestürzt. Wie komme ich hier bloß hoch? Okay. Ich hab sie genau gelesen. Ja. Doch. Ich muss hinter meinem Haus diesen seltsamen Schlüssel platzieren. Okay. Alles klar. Wenn du dein Boot hast, folge den Lichtern. So, habe ich leider noch nicht. Schade eigentlich. Könnte ich ein bisschen rumfahren. Das wäre doch richtig genial. So. Genital. Warum macht das eigentlich niemand so wie den Fluss? Das wäre doch richtig cool. So. Egal. Was steht hier? Hier ist alles eingestürzt, bla bla bla. Ja, ja, ich kenne die ganze Geschichte schon 20.000 Mal. So, und jetzt springen wir hier auf den Dach, weil wir es können. Und weil wir cool sind. Und weil wir es einfach können. Und weil wir cool sind und es können cool sein. Was? Ah, oh. Rubin, Rubin, Rubin. Kein Bug, okay. Erledige alle 4 Gänge und du wirst belohnt. Ja. Ich habe alle erledigt. Okay, in jedem Gang ist ein Hebel zu einem weiteren Gang. Ich nehme an, ich muss hier rein. Okay. Ich dachte gleich, ich sollte irgendwas anderes tun, aber egal. Yeah, komm, hier. Nein, die Rubine will ich doch nicht, oh mein Gott, nie. Ich kann... Warum habe ich ein zweites Holzschwert? Gogiris Wort. Holzschwert. Jetzt verstehe ich, vielleicht ist das Holzschwert stärker als das Gogiris Wort. Aber nein, eigentlich nicht. Cool, egal. Oh Gott. Oh Gott. Ihr könnt keine Leitern steigen. Ihr könnt keine Leitern steigen. Kackt euch an. Kackt euch an. Ich töte euch. So. Hebel zu Gang 3. Halt die Fresse, kleiner Zombie. Zombie! Okay. Gang 3.
Bisher gefällt mir die Membrankli sogar. Das ist ziemlich witzig. Du darfst nur hier ins Wasser springen. Okay. Ich sterbe. Ich sterbe hier. Total. Okay. Was hab ich eigentlich gefunden? Weiß es gar nicht. So. Sand. Nette Warte. Magma-Creme. Redstone. Okay. Ich nehme an. Ich nehme nur kurz an. Ich. Oh Gott. So. So. Jetzt. Ich nehme an, ich muss. Ich muss brauen. Okay. Nehme ich jetzt mal an. Um etwas zu brauen, brauche ich jetzt, glaube ich, jetzt einmal Glas. Ja. Drei Glas, glaube ich. In einem Eimerform. So, in einem Eimerform, natürlich. Und dann weiß ich leider nicht mehr weiter. Aber ich schätze mal, warte, mach mal Creme Redstone. Ich schätze jetzt mal. Oh, ich muss noch craften. 1, 2, 3. Yeah, ich hab's geschafft. Okay, cool. Oh, wie ich das einfach hasse. Dass da jeder die ganze Zeit irgendwas, das dann irgendwie aus wie so. Egal, ich sag jetzt mal nichts. Achso, aha, okay. Okay, ich hab's verstanden. Gut, cool. Alles klar. So, und jetzt? Theoretisch kann ich das Ganze auch so machen. Okay. Nein, ich hab nichts getan. Okay. Bla bla bla, wirkungslos, Magma Cream. Okay, jetzt bin ich der Map dankbar. Dann habe ich wenigstens mal. Ich glaube, jetzt kann ich mir mal merken, wie man so einen Trank macht. So einen Feuerresistenztrank. So. Einfach mal mit ausprobieren und so weiter und so fort. Das ist natürlich cool. Das ist etwas, was ich wirklich nicht wirklich sehr gut kann. Aber warum brauche ich eigentlich Redstone? Feuerresistenz. Wahrscheinlich für 6 Minuten. Ich habe ja sowieso 9 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt wirklich. Warte mal. Ich weiß eigentlich nicht. Okay, 8. Ich glaube nicht. Okay, ich glaube wirklich nicht, dass ich wirklich so lange in der Lava sein muss. Aber naja. Vielleicht schon. Auf jeden Fall würde ich sagen, so langsam. Langsam. Beende ich hier auch wieder den Part. Ich glaube. Ne, okay. Ich dachte gleich, meine Rüstung brennt hier auch die ganze Zeit so rum. Sodass ich gar keinen. Oh, hier ist noch irgendwas. Okay. Hebel für Gang 4. Dass ich auch so viel Schaden bekomme. Okay. Gut. Also. Was haben wir heute gelernt? Wie man einen Feuerresistenztrank macht. Aus. Erstens Netherwarzen. Gut, das hätte ich auch selbst wissen können. Das ist fast meistens so. Fast meistens so, ja, genau. Oh, scheiße. Und das zweite, was wir gelernt haben. Ist das gar nicht so schwerer Sprung? Was will ich denn? So, seht ihr? Hebel für Goldtor. Und zweitens. Also, zuerst mal Netherwarzen. Yeah, Rubine. Nicht Rubine. Netherwarzen und Magma Creme. Und jetzt Dungeon Items. Schau mal beim Hauptmann vorbei. Yeah, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich weiß das schon. Aber, was wir tun werden, das könnt ihr beim nächsten Mal sehen. Vielleicht erratet ihr es ja. Könnt ihr mal machen. Ihr könnt ja mal schreiben, was wir im nächsten Part so tun sollen. Beziehungsweise tun. Und dann, keine Ahnung. Vielleicht erratet ihr es ja. In den Kommentaren könnt ihr das schreiben, wenn ihr wollt. Wenn ihr dazu Bock habt. Naja, kann ich so ein Spielchen damit machen. Yay, okay.
Auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder bei uns zu Hause und machen die Türe zu. Oh fuck, die Türe zu, genau. Und pennen eine Runde. Und dann sozusagen, wir werden uns beim nächsten Mal sehen und bis dann. Adi aus Leutos. Tschüss. Mafiosis. Egal, tschüss.